Das zweite Album war Horror. Weißt du, wie wenn einem, so wenn man einfach krank ist und man übergibt sich. Es ist ekelhaft, aber danach fühlt man sich einfach erleichtert. Und wenn man dann Bock hat, kann man gucken, was überhaupt drin war. Das mache ich. Ich gucke, was drin war. Und dann zeige ich es dir. Auf eine Art, die nicht mehr ekelhaft ist. Tip tappen, always tip tappen. Tip tappen in the dark. Als ich 17 war oder 16, habe ich angefangen. Ich weiß nicht warum, es hat sehr zufällig angefangen. Ich habe bei meinen Eltern im Haus gelebt und mein Vater ist Pianist und wir haben einen Flügel im Wohnzimmer und ich habe mich rangesetzt und angefangen, mich zu begleiten. Ich kann keine Noten lesen, ich kann kein Klavier spielen. Aber so hat es angefangen, dass ich dazu angefangen habe, zu schreiben und zu singen. Und ich habe einfach nicht aufgehört seitdem. Ja. Rain fills my eyes. In the sea I lose my mind. I'm only a matter of time. Das war extrem anstrengend für alle Beteiligten, The Unknown zu produzieren. Es war fürchterlich. Ich habe noch nie eine Schreibblockade gehabt. Das war nicht mein Problem. Mein Problem war, dass ich manisch-depressiv war und daraufhin nicht arbeiten konnte, weil ich nicht darüber schreiben wollte. Ich wollte kein depressives Album schreiben. Ich wollte keine depressiven Lieder schreiben. Ich hatte vor, was komplett anderes zu machen. Und dann konnte ich nichts machen, weil ich mich nur so gefühlt habe. Es war die größte Enttäuschung. Weil erstmal ging es mir beschissen und dann war ich nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Und dann war ich so, okay, warum bin ich überhaupt hier? Irgendwann musste ich halt erkennen, dass ich überhaupt keine Wahl habe. Ich habe nicht den Luxus auszusuchen, worüber ich hier schreibe, offensichtlich. Also habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Aber das war nicht wirklich eine Schreibblockade. Das war eine selbstgebaute Mauer. Sudden eruptions set us free, change of direction, carelessly, unexpectedly, jumping brakes, sparks in combustion, rising rage. Das letzte Album war sehr schön zu schreiben. Jedes Mal, wenn ein Lied fertig war, wusste ich zwar nicht, was das Thema des nächsten Liedes sein wird, aber jedes Mal war es ein Liebeslied. Und auch wenn es Fading Love ist oder so, es war halt mal nicht fucked up. Das war überhaupt nicht wie Kotzen, das war eher wie, I don't know. Ich sag gar nichts jetzt. Auf jeden Fall, ich habe mich wahnsinnig gefreut, als ich das erste Lied fertig geschrieben habe, es war Shades Fade. Habe ich gemerkt, dass es in diese Richtung gehen soll. Und dann war ich so erleichtert. Ich so, okay, this is great. Jetzt muss ich kein schlechtes Gewissen haben, Leute zu involvieren. Weil ich niemanden damit überfordere. Und wir wahrscheinlich eine gute Zeit haben könnten. Und genau das ist passiert. Ich finde, authentisch und ehrlich ist für mich wichtig, aber ich finde, es macht jetzt irgendwie Kunst nicht besser oder so. Ich finde, es gibt auch richtig unehrliche, richtig gute Kunst. Aber man muss sich entscheiden und dann konsequent damit umgehen. Es wäre halt schwierig, wenn ich mich mal so und mal so dann verhalten würde. Für mich, weil ich es dann, ich glaube, ich würde mich einfach schämen. Ich fühle jedes Mal. Und je nachdem, ob ich geschlafen habe oder gegessen habe oder einen Streit mit irgendjemandem hatte oder verliebt bin, fühlt es sich schlechter oder besser an. Und manchmal kann ich damit nicht umgehen und manchmal ist es vollkommen in Ordnung. Wie wenn man etwas erzählt, was passiert ist. 100-mal. Fremden Leuten. Kontakt aus Kontakt ist Kontakt aus. Kontakt aus Kontakt ist Kontakt aus. Die
Beschäftigung mit mir selber, I don't know, I think it's a blessing and a curse. Ich habe da auch mit meiner Mutter letztens drüber gesprochen, weil einerseits nehme ich mir die Zeit und setze mich mit Sachen auseinander und komme dann halt auch weiter oder bin halt in der Lage, dann, weiß ich nicht, zu arbeiten. Ist ja nicht so, als würde ich dann rumsetzen und heulen oder so den ganzen Tag. Was auch vollkommen in Ordnung wäre. Andererseits, irgendwann muss es einfach aus sein. So, geh laufen, geh in den Zoo. Aber was mache ich dann auch? Also ich sitze nicht den ganzen Tag zu Hause und male eine Mappe von meinem Gehirn oder so. The sound of the leaves when my feet hit the ground. The sound of the leaves when my feet bounce around. In the dark, in the bar. Ich treffe nicht viele Leute, die mich irgendwie ansprechen oder so. Bei Konzerten dann. Aber nur dann eigentlich. Ich würde, wenn ich selber nicht auf Tour gehen würde, würde ich nicht mehr wissen, dass ich Musikerin bin. So teils. Da sage ich auch, ich bin Rentner. Ich gehe nur spazieren. I love it. Ich habe die gleichen Freunde seit 100 Jahren. Ich habe die gleichen Eltern seit 100 Jahren. Die gleichen Brüder seit 100 Jahren. Schwestern. Sehr wenig neue Leute. Und ich kenne mich halt auch schon so lang. After shades fade.